Ja, Christian Stärkle, 13 Jahre lang bei Radio Rotto als Verwaltungspräsident in der Tätig gewesen. Eine lange Zeit, die zu Hand geht. Ist ein bisschen weh mir da dabei, jetzt seit du noch der GV? Ja. Ein Stück weit ist immer Wehmut dabei, das ist klar, wenn man noch immer geht, wenn man ein Kind, das ist nicht mein Kind, aber ein Stück weit auch mein Kind, was kann helfen, dass es grösser wird, wenn man das zurücklässt, das ist immer ein Stück Wehmut dabei. Aber ich kann es immer noch hören. Was ist das, was ihr am meisten stolz seid? Ihr habt es ja angesprochen, ihr habt das wirklich geprägt, das Radio. Ist nicht immer so gut gelaufen wie jetzt im Moment, wenn man so anschaut, publizistisch, aber auch kommerziell. Es sind auch schwierige Zeiten gegen am Radio. Also, als ich angefangen habe, hat man eigentlich permanente Geldnöte gehabt. Permanent hat man einfach immer diskutiert, woher nehmen wir Geld und gibt es das Geld überhaupt. Und dann hat es Strömungen gehabt, die Alpot wollen eine Aktienkapitalerhöhung machen. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht nötig, wir bringen das sonst auf die Schiene. Und die Figura hat es ja gezeigt, dass wir es sonst auf die Schiene bringen. Jetzt, wenn er das Unternehmen verliert, wie würdet ihr das beschreiben, das Radio Rotto? Das ist auf Kurs, oder? Radio Rotto ist ein Top-Unternehmen im Oberwallis, wo die Oberwalliser noch nicht richtig schätzen. Warum nicht? Da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner, aber die Situation ist, sie sind immer ein bisschen hin und her gerissen. Ist jetzt das für mich richtig oder ist für mich SRG richtig? Oder was ist für mich jetzt eigentlich wichtig? Und eigentlich müssten sie realisieren, die Oberwalliserinnen und die Oberwalliser, dass die Geschichten vor der Haustür die richtigen sind und die machen nur RRO.